Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der FC Venedig-Karriere. Ja Leute, heute machen wir die komplette Transferphase, dann die 5 Spiele hier mit Genua, Neapel, Piemonte Calcio, AC Florenz, La Spezia und Bergamo werde ich dann auch nochmal hier mitnehmen in die Folge, eventuell auch nochmal Latium. Wir sind noch direkt hier beim Spiel gegen den FC Genua, hier starten wir rein in die Schnellsimulation und wir gewinnen mit 2:1, Larin trifft bei Genua, bei uns Sigurdsson und Ramos. Dann sehen wir 2-monatige Scouting-Updates, wieder den ersten aus Serbien, Franjo Ladic, also der ist ja mal ein richtiges Talent, den werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Hat er sonst noch hier was zu bieten? Nein, leider nicht. Dann sehen wir zum einen auch Popovic ist ausgeliehen, der geht für 2 Jahre zu Real Oviedo oder Ovieda, ich weiß gar nicht, wie das heißt, hab's wieder vergessen. Wie sieht das Ganze hier in Frankreich aus? Hat er hier vielleicht ein gutes Talent? Schauen wir mal rein. Sieht aber leider wieder nicht danach aus. Wir sind beim nächsten Spiel gegen Piemonte Calcio. Und wenn wir hier jetzt keine 7-8-0 verlieren, bin ich schon zufrieden. Wir verlieren mit 2:1. Immer diese knappen Niederlagen nerven mich. Vor allem, wenn ich dann auch sehe, dass Löfgren Elfmeter verschießt. Bei uns trifft Ramos, bei Piemonte Calcio, Piazza und Digne. Nächstes Spiel gegen Neapel, diesen auf Platz 12. Auch hier werden wir in die Schnellsimulation reingehen. Und mal schauen, ob wir hier vielleicht einen, ja, wollte gerade sagen, Sieg holen. Werden wir nicht machen, ne? Demme und Politano treffen bei Neapel, bei uns Sigurdsson, Cuisance und wir haben beide ohne Geld bekommen, holen wir wenigstens Unentschieden. Nächstes Spiel gegen Florenz, diesen auf Platz 9, habe ich da gerade richtig gesehen, dass da 4 Mannschaften schon mal sind, die 26 Punkte haben, ne? Ja, und es sind, ja, genau 4 Mannschaften, ne? Okay, darunter sind wir auch, heißt, wir können auch rein theoretisch Platz 10 sein. Dann gehen wir rein gegen Florenz, verlieren mit 3:1, verlieren wir wieder nur Spiele. Dembélé trifft natürlich 3-mal, bei uns Cuisance. Nächstes Spiel gegen La Spezia, die sind auch hier bei uns in der Gegend, ich glaube sogar ein bisschen vor uns gewesen. Hier verlieren wir auch wieder mit 3:1, Antiste trifft doppelt und Farias, bei uns Cristobal, also Quiroga. Ja, und das Problem ist halt, wenn du keine Transferangebote bekommst und auch sonst nichts, keine Leihangebote, musst du halt nochmal einen Spieler holen, Raúl Bellanova, Rechtsverteidiger von Girondo Bordeaux. 22 Jahre jung, eine 72er Gesamtstärke, würde ich sagen, holen wir uns ihn. 15.000 Gehalt, das sollte er dann auch akzeptieren, das macht er bei mir, baut wieder jemand, danke dafür, genau wo ich gesprochen habe und sein Marktwert ist sogar, nein, er ist geblieben, aber jetzt haben wir die Transferphase, die können wir dann schön beenden. Wir haben jetzt 2-monatige Scouting-Updates oder einen Jugend-Scouting-Bericht, heißt, den müssen wir wieder wegschicken. Ne, der hat nicht so gutes Potenzial, den Pavel Babic können wir auf jeden Fall mitnehmen. Wie sieht das Ganze dann hier beim guten Franzosen aus? Den müssen wir dann auch wieder wegschicken. Das machen wir dann auch wieder. Hat der vielleicht ein gutes Talent dabei? Das sieht aber auch wieder nicht danach aus. Unseren italienischen Jugendscout Flavio Franco. Überlege ich mal, wo ich den jetzt hinschicke. Hat er nicht was mit Kroatien gesagt? Dann würde ich sagen, schicken wir dann einfach auch dann mal. Wo ist denn Kroatien? Hier oben 9 Monate nach Kroatien. Wir sind auch jetzt beim nächsten Spiel gegen Bergamo Calcio. Wir werden es im kompletten September noch machen, weil eben von Transferseiten nichts passiert ist. Hier verlieren wir mit 2:1 Piccoli und Benjeda treffen bei Bergamo, bei uns Sigurdsson. Nächstes Spiel gegen Latium. Die haben die halbe Platzierung von uns. Die sind auf, einfach auf Platz 7. Und dann verlieren wir mit 5:3. Wir kriegen so viele Tore, aber ich will halt auf Neri setzen. Ne? Und so viele Spieler waren so schlecht. Bei uns treffen Cristobal, also Quiroga, Löfgren und Ramos. Bei Latium, Rossellio, Horta und Ronny Lopez doppelt. Nächstes Spiel gegen die Roma. Die sind auf Platz 3, also die sind auf dem Weg Champions League. Und da verlieren wir auch wieder so knapp mit 3:2. Bei uns trifft Ramos doppelt, bei der Roma, Laima, Zaniolo und Abraham. Nächstes Spiel gegen Genua. Unsere Ziele sind gefährdet. Also wenn ich jetzt hier auch wieder rausgeschmissen werde, dann werde ich rastig aber komplett aus. Ich gewinne einfach kein Spiel. Ja, ich weiß, wir haben nur einen 73er Torwart. Trotzdem können wir auch mal Spiele gewinnen. Löfgren trifft bei uns, Destro bei Genua, wieder in der 90. Minute. Dann haben wir noch zum Ende der Folge noch ein Spiel und dann nochmal 2-monatige Scouting-Updates. Den einen hier aus Kroatien, der findet Davor Dordevic. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Wie sieht denn das denn hier in Serbien aus? Da haben wir den noch. Ist hier vielleicht ein gutes Talent dabei? Nino Horvat. Den nehmen wir mit. Anto Stepinac. Den nehmen wir auch mit. Also muss ich echt zugeben, diese Länder Richtung Rumänien da. Serbien, Kroatien haben echt gute Talente. Letztes Spiel in dieser Folge gegen Udinese Calcio. Komm, dann wir müssen nochmal wieder das Spiel gewinnen. Das machen wir jetzt. Quiroga und Pereira treffen 2:0 gegen Udinese Calcio. Dann sind wir am Ende der Folge, Leute. Da würde ich sagen, wenn ich die Folge gefallen habe, ich kann ein Abo da lassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das und mir, Jungs. Haut rein. Bis dann und tschüss.